Wer wird künftig die SPÖ leiten und der nächste Kanzlerkandidat der Partei? Das beschäftigt die Sozialdemokraten schon seit Wochen. Bei einer Kampfabstimmung mit Präsentationsmöglichkeiten der beiden Kandidaten, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und dem Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler, soll das Ergebnis die Partei wieder einen. Im Linzer Design Center erhofft sich die SPÖ, endlich Klarheit an der Führungsspitze der Partei zu schaffen, bei der sich Doskozil und Babler der Entscheidung vor 608 Delegierten stellen müssen. Eigentlich wären es 609 Delegierte, da aber die scheidende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner angekündigt hat, dem Parteitag fernzubleiben, reduziert sich die Anzahl auf 608. Im Fall eines Patts soll es laut SPÖ-Statut zu einer Stichwahl kommen. Ergibt dieser weitere Wahlgang ebenfalls Stimmengleichheit, entscheidet das Los. Doskozil und Babler werden jedenfalls gleichberechtigt die Chance zur Präsentation ihrer Ideen erhalten. Im Anschluss der jeweils 45-minütigen Reden ist eine Debatte vorgesehen. Knapp aber doch gewann Doskozil mit 33,68% die dem Parteitag vorhergehende Mitgliederbefragung am 22. Mai. Das oberste Ziel ist natürlich in der Situation, wo wir jetzt sind, in der Sozialdemokratie, in Wirklichkeit eine erfolgreiche Partei, Wahlen zu gewinnen und Themen umsetzen. Das wäre aus meiner Sicht das Ziel. Das will natürlich jede Partei, aber ich bin der Meinung und der Überzeugung und daher, wenn man das beurteilt, auch in der Vergangenheit, die Schritte, die gesetzt wurden, bin ich wirklich überzeugt, dass es dieses Zeitfenster gibt, um all diese Ziele, all diese Attribute, die wir brauchen, um genau das zu erreichen, auch realisierbar sind. Ja, also ich bin persönlich davon zutiefst überzeugt und das hätte ich in Burgenland oder würde ich in Burgenland auch so weiterleben, dass einmal nichts wichtiger ist als die Partei. Nicht einzelne Funktionäre, nicht einzelne Positionen, nicht einzelne Personen sind wichtig, sondern wir müssen uns immer wieder selbst hinterfragen. Auch ich würde das machen vor einer nächsten Landtagswahl. Bin ich die geeignete Person an der Spitze der Landespartei beispielsweise oder ist es jemand anderer? Ziehe ich die Partei in einen Wahlerfolg oder bremse ich die Partei? Und diese Fragen müssen wir uns tagtäglich und immer wieder stellen und gepaart natürlich mit dem Faktor, was wäre möglich auf Bundesebene, was wäre notwendig auf Bundesebene, welche Politik könnte man auf Bundesebene machen? Und das beginnt beim Wohnen hin zur Pflege. Das geht weiter bei der medizinischen und ärztlichen Versorgung bis hin zum Mindestlohn. Bin ich der Meinung, dass vieles derzeit nicht angegriffen wird, die Bundesregierung in vielen Bereichen insbesondere die Antworten nicht hat, insbesondere was die Preissteigerung, die Energiekrise, all diese Themen, die auf den Tisch liegen. Und daher glaube ich und bin überzeugt davon, dass es zum jetzigen Zeitpunkt ein ideales Zeitfenster gibt für eine erfolgreiche Sozialdemokratie. Der Landeshauptmann hat im Burgenland, dass er seit einem Landtagswahltriumph 2020 absolut regiert, bisher eine sehr eigenständige Politik gefahren. Die Anstellung pflegender Angehöriger durch das Land, eine Offensive zum Kauf von Wohneigentum sind dort seine Steckenpferde. Doskozil steht außerdem für einen gesetzlichen Mindestlohn ein. Dass er die Arbeitszeitverkürzung mit Blick auf den Arbeitskräftemangel ablehnt, ist offen gegen die Parteilinie. Ihm gegenüber Andreas Babler mit 31,51%, der den zweiten Platz der Mitgliederbefragung belegte. Wie krank ist es eigentlich, dass wir nicht mitstimmen können? Jetzt haben wir gesehen, 72% Wahlbeteiligung. Unglaublich. Menschen wie du und ich, wie wir miteinander, die einfach aufstehen und sagen, was für unsere Partei eigentlich aus unserer Sicht das Richtige ist. Mitzustimmen, abzustimmen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das weitertreiben. Also ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit. Das Ergebnis ist halt jetzt alles, dass wir alle knapp beieinander legen und Drittel der Stimmen alle ungefähr haben und wir freuen uns sehr. Also wirklich, das zu schaffen mit eurer Hilfe, unglaublich, wir hätten es nicht geglaubt, dass wir so viele Menschen begeistern, einfach und ein Drittel der Stimmen aus dem Nichts heraus ohne Apparat machen. Das wollte ich nochmal sagen, das hat alles ihr gewesen, jeder einzelne von euch, der gemacht hat. Entscheiden könnte letztlich das Stimmverhalten der Gewerkschaften sein. Während die ebenfalls zahlenmäßig stark vertretene Frauenorganisation, ursprünglich Rendi-Wagner-Unterstützerinnen, mehrheitlich wohl Babler wählen, dürfte es bei den Gewerkschaften knapper zwischen den Kandidaten zugehen. Die Bundes-SPÖ hielt zuletzt übrigens 2008 einen Parteitag im Design Center in Linz. Es wurde Werner Faymann mit 98,4% erstmals zum Parteivorsitzenden gekürt.